Es gibt keine Abkürzung. Alles besteht aus Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es heute einmal um Stimmverzerrer. Und zwar habe ich hier zum einen den Voice AI und zum anderen den Voice Mode. Beides Programme, mit der du deine Stimme modifizieren kannst. Ich starte als erstes einmal mit dem Voice AI. Und zwar ist das eine Software, die dir hier eine große Vielzahl an Stimmen anbietet, und zwar von Politikern mitunter, wie man hier sieht, oder auch Celebrities, wie ich sie jetzt einfach mal hier bezeichne, von Spielfiguren, also wie zum Beispiel hier Bryan Cranston aus Breaking Bad, ansonsten beispielsweise auch Homer Simpson, wo die Stimme allerdings nicht so gut bewertet ist, oder auch Anime-Figuren und. Ja, es sind auf jeden Fall nicht alle Stimmen, die hier so zur Verfügung stehen, immer qualitativ hochwertig, beziehungsweise klingen dem Original so ähnlich. Also es gibt auch einige Stimmen oder viele Stimmen, die auch zum Teil sehr verschroben und komisch klingen können. Allerdings gibt es auch eine Vielzahl von Stimmen, die ja dem Original auf jeden Fall sehr ähnlich klingen, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg. Es gibt hier immer bei den meisten Stimmen so ein Standard-Audio, mit dem man sich einmal das Sample anhören kann. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. Wie gesagt, es gibt jetzt beispielsweise auch hier zum Beispiel von Warcraft, habe ich auch schon gesehen, Stimmen, die klingen aber alle noch nicht so, wie ich das gern hätte oder wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, wenn man hier so ein Sample abspielt, also beispielsweise von Illidan. Also das klingt auf jeden Fall noch sehr fern für mein Empfinden von Illidan oder Sylvanas. Es gibt hier allerdings, wie gesagt, auch viele Stimmen, die qualitativ sehr hochwertig sind, womit man auch ja schöne Voice-Overs machen kann oder sie auch verwenden könnte in irgendeiner Hinsicht. Beispielsweise hier möchte ich das Beispiel für World of Warcraft auch geben. Voice Mode zeige ich nochmal nachher später. Und mal zwischendurch als kleinen Einwurf, falls du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du mir ein Abo dalässt, besonders wenn du hier auch regelmäßig Videos konsumierst, damit würdest du den Kanal auf jeden Fall unterstützen. Und jetzt sollte es weiter im Text gehen, wie du beispielsweise jetzt den Voice AI oder auch Voice Mode in-game verwenden kannst. Also bei Voice Mode, da steht es, bei Voice AI, da steht es auch tatsächlich, und jetzt finde ich das Fenster hier gerade nicht, steht es auch tatsächlich, wenn du hier dir eine Stimme aussuchst und dann in den Live Mode gehst, dann siehst du hier unten verschiedene Bilder von verschiedenen Programmen. Hier ist mitunter auch World of Warcraft aufgeführt. Als Hinweis, es ist nicht begrenzt zu diesem Programm. Du kannst es auch in anderen Softwares verwenden, wo man ein Mikrofon verwendet. Da zeigt er dir gegebenenfalls auch nochmal an, wie du das Ganze einstellen kannst. Ansonsten besteht ja auch die Möglichkeit, einfach hier unten Chat Channel zu gehen. Dann gehst du auf Optionen. Und dann scrollst du hier runter, erst meistens hier oben, und scrollst du hier runter zum Voice Chat. Und da musst du das richtige Mikrofongerät einstellen. Du musst nämlich nicht dein herkömmliches Mikrofon nehmen, sondern im Prinzip die Software auswählen. Und in der Software muss dann wiederum dein Mikrofon eingestellt sein. Das ist bei mir hier das Blue Yeti Mikrofon. Das habe ich jetzt hier in der Software. Und in dem Voice Chat müsste dann Voice AI sein, wenn ich jetzt den verwenden möchte. Möchtest du jetzt Voice Mode oder hast du jetzt Voice Mode, dann ist das im Prinzip das gleiche Prinzip. In Game musst du die Software auswählen, die im Prinzip dann die Stimme modulieren soll.
Und in der Software selbst nimmst du dein Mikrofon. Und wenn du das eingestellt hast, dann kannst du im Prinzip hier in-game in dem Sprachchat kannst du dann eine modifizierte Stimme verwenden. Vielleicht just for fun, vielleicht um rumzutrollen, keine Ahnung. Na, süßer. Oder was ich mir auch gedacht habe, für wen es auch interessant sein könnte, für API-Player ist das vielleicht eine attraktive Option, um vielleicht nochmal seinem Roleplay mit anderen nochmal, ja, irgendwie nochmal ein anderes Feeling zu geben. Die Berührung des Blitzschlags ist unberechenbar. Ein Kuss zeichnet euch für alle Ewigkeit. Was ist euer Problem? Um dann nochmal auf eine andere Art in diese Welt einzutauchen. Ja. Ich werde zu beiden Programmen auf jeden Fall einen Link in die Detailbox packen. Hier zu dem Voice AI, zu dem Link, den ich da reinpacke, sei gesagt, also ich würde hier für jeden, der jetzt hier über den Link sich so einen Account macht und sich auch diese Software holt, jeweils 5000 Credits holen, bekommen. Und von diesen Credits kann man sich nämlich diese Stimmen kaufen. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, auf andere Art Credits free zu verdienen. Also es gibt auch natürlich die Option, sich welche zu kaufen, natürlich. Aber auch die Möglichkeit, halt hier free Credits reinzupacken. Also hier Invite Friends, den Link würde ich euch dann mal in die Detailbox packen. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den verwendet, wenn ihr euch das so oder so holt. Ansonsten hier auch noch die Möglichkeit, einmalig Discord zu joinen. Ansonsten gibt es hier auch die Möglichkeit, hier das Train-Meta-Modell besteht darüber die Möglichkeit, auch jeweils 2 bis 15 Coins pro Minute zu verdienen. Gut, also bei dieser Software dann einmal den Record-Mode, Live-Mode. Der Live-Mode ist dann hier für das In-Game-Spielen und der Record-Mode, wenn du außerhalb vom Game Aufnahmen machen möchtest. Hinsichtlich der Qualität, der Free-Modus bietet halt hier die 48 kbps, und wenn du dich entscheiden solltest, dort auch ein monatliches Abonnement abzuschließen, für 15 US-Dollar sind umgerechnet 14,50 Euro. Ich habe das jetzt mal hier dem für einen Monat mal eine Chance gegeben, um das mal auszuprobieren. Dann hast du ja auch Zugriff auf die 128 kbps bzw. HQ, also High Quality. Das erstmal dazu. Achso, wenn du ein Premium hast, dann hast du hier auch daneben noch eine Free Voice Training jeden Tag for free, neben dem, dass du halt High Quality hast. Ich finde aber, wenn man dort diese Free Earn Free Credits Meta-Modell macht, lassen sich auch ganz gut Credits verdienen. Also dann hat man auch 1 bis 2 Stimmen, die man sich im Prinzip darüber über den Tag verdienen kann, wenn man das nebenbei laufen lässt. Ansonsten das erstmal zu dem Voice AI, dann zu dem Voice Mode, das ist auch ein Sprachmodifizierer. Das jetzt hier allerdings auch beim Voice Mode auch verschiedene Stimmen, die du erstmal so vorgefertigt hast. Auch da hängt es davon ab, ob du da jetzt eine Free-Version hast oder eine Premium-Version, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt eine günstigere Variante, also eine günstige Abo-Stufe, sage ich mal, mit der du allerdings dann regelmäßig zahlen musst. Ich weiß nicht, ob einmal monatlich oder jährlich. Ich habe mir letztes Jahr irgendwann einfach die lebenslange Version geholt. Die war da, glaube ich, gerade im Angebot und hat da auch nicht mal 30 Euro gekostet. Ich glaube, irgendwas bei 25 Euro oder so war die lebenslange Version zu so einem Angebotspreis. Da habe ich mir gedacht, da schlage ich einfach mal zu, weil ich das Programm auch sehr interessant finde. Zum einen hast du dann, wie gesagt, diese vorgefertigten Stimmen, das Soundboard, was du dann auch gegebenenfalls mit deinen eigenen Sounds zusammenstellen kannst und dir da dann auch das mit Tastenkombinationen verbinden kannst. Ansonsten hast du auch hier das Voice Lab. Das finde ich auch sehr spannend. Damit kannst du dann deine Stimmen modifizieren, beziehungsweise
eigene Stimmen erstellen und diese dann mit verschiedenen Effekten modifizieren, sodass du deine individuelle Stimme kreieren kannst. Ja, das soll zum Groben gewesen sein zu dem Thema Stimmverzehrer im Zusammenhang mit World of Warcraft und wie du ihn verwenden kannst oder einen davon verwenden kannst. Auch für andere Spiele und Softwares, wo sowas in Frage käme, ist im Prinzip das Prinzip immer das gleiche. Innerhalb des Games bzw. der jeweiligen Software wählst du dann den Stimmverzehrer als Mikrofon aus. Und dann bei dem jeweiligen Stimmverzehrer, was jetzt in diesem Beispiel Voice Mode und Voice AI gewesen sind, da wählst du dann dein jeweiliges Mikrofon aus, in welches du reinsprichst. Ja, sollten zu dem Thema noch irgendwie Fragen aufgetaucht sein, dann stell sie mir gerne in der Kommentarebox. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, dir weitergeholfen hat, und abonniere auch gerne den Kanal. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.